Glauben nicht. Anu hat diesen Kampf gewonnen, 2 Jahrhunderte bevor er begann. Gut gemacht, Mensch. Ach, Abstergo wird die Katakomben nicht nach Janars Leiche absuchen. Die Knochen werden sicher zu beschädigt, zu verwest. Mit diesen Weisen sind wir fertig. Das war gute Arbeit, Nobita. Bis wir uns wieder melden, durchsuchst du am besten weiter Anus Erinnerung nach allem, was er noch gesehen haben könnte. Unbekannte historische Fakten. Mehr DNA-Proben. Was immer unserer Sache hilft. Du hörst von uns, wenn wir dich brauchen. Verlass dich drauf. Nach dem großen Finale kann ich mich also wieder ein bisschen melden. Ihr habt ein paar Minuten Abspann gesehen. Insgesamt dauert der wohl auf jeden Fall mehr als 15 Minuten. Ich habe dann zum Schluss vorgespult, das kann man auch machen. Ihr habt es gehört, die Stimme aus der Helix hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Bishop hat sich also verabschiedet und uns aufgefordert, noch weiter zu spielen, deswegen heißt dieser Part Ende neu. Ich zeige euch in diesem Part noch den Übergang vom Abspann zum normalen Spiel. Dann bekommen wir noch ein Achievement und den
ultimativen Arno. Des Weiteren hat uns Elise noch einen Abschiedsbrief hinterlassen. Wir lesen uns noch alle Briefe durch, beziehungsweise Elise trägt die vor. Und zu guter allerletzt holen wir uns noch das Achievement ab. 10 Gamerscore-Punkte Raum mit Aussicht, den Ausblick auf Paris von Arnos Balkon genießen. Ja, dann bin ich noch eine kleine Erklärung schuldig vom großen Finale. Ich wollte noch mal eben sagen, wie Germain am besten zu besiegen ist. Also ich konnte ihn am besten besiegen mit den Kirschköderbomben. Die wirft man immer weg von der Blickrichtung. Also Germain peilt den Spieler an und sobald man die Deckung verlässt, schleudert er tödliche Blitze auf mich zu oder auf den Spieler. Damit er die Blickrichtung woanders hin lenkt, wirft man halt irgendwo die Kirschköderbomben hin und Germain dreht sich weg. Dann habe ich eine gute Möglichkeit, eine Rauchbombe zu werfen oder ich attackiere ihn direkt. Ja, und ich habe in den Foren manchmal gelesen, dass die Leute sich gewundert haben, dass Germain schon einen Lebensbalken verloren hat. Ja, das liegt eben daran, dass wir vorher schon eine Attacke gemacht haben auf dem Turm von dem Tempel. Und das wurde eben für das große Finale in den Katakomben übernommen. Die eine Attacke und deswegen fehlt auch ein Lebensbalken. Nun gut, dann sind wir inhaltlich schon beim großen Finale angekommen. Was die Story betrifft, meine Abonnenten wissen das schon, dass ich immer bei diesen Abspannen ein kleines Fazit zu dem jeweiligen Assassin's Creed Teil gebe, da dies immer so ähnlich abgehandelt wird. Wer die Playlist bis hierher geschaut hat, weiß, das habe ich schon in vielen Parts gesagt, dass ich die Gegenwart sehr oberflächlich finde. Ich vermisse die Gegenwart-Mission. Ich weiß nicht, wer ich bin als Spieler. Das stört mich doch sehr. Früher war man Desmond und man konnte in den Animus steigen. Ich weiß gar nicht, was die Helix überhaupt ist. Ich wurde da überhaupt gar nicht eingeführt, wo wir uns gerade befinden. Den Schluss finde ich ganz okay von der Story insgesamt. Finde ich sie aber etwas flach. Also ich erwarte eigentlich ein bisschen mehr Tiefe, wie bei den alten Assassin's Creed Teilen. Das ist hier so ein bisschen, schmeckt nach Light-Produkten. Also Assassin's Creed Story Light. Und insgesamt stört mich das mittlerweile, muss ich ganz deutlich sagen, dass wir alle Assassinen sein können, dass mittlerweile jeder Teil sein eigener Held hat, dann haben wir bald in 10 Jahren 15 Helden, das sind mir einfach zu viele. Da hat man keine Chance, irgendwelche Sympathien über die Zeit aufzubauen. Jeder Teil hat seinen eigenen Held. Okay, was soll's, wir haben mitbekommen, dass Ubisoft sich dafür entschieden hat, dass wir alle Assassinen sein können. Und so sind wir also eine große Familie und alles Brüder und Schwestern. Okay, dann sei es drum. Damit habe ich mich also schon abgefunden und insgesamt, wie gesagt, finde ich die Story ein bisschen lahm, aber auch ganz nett. Und ich kenne ganz viele Leute, die Assassin's Creed Unity zum ersten Mal gespielt haben und sind gut eingestiegen und haben das Spiel schätzen gelernt. Die sind ganz befreit von irgendwelchen Teilen davor an das Spiel herangegangen und waren förmlich begeistert von Assassin's Creed Unity. Und auch ich habe richtig Spaß mit dem Spiel gehabt. Also
Ich habe über 800 Spielstunden damit verbracht, weit über 30.000 Kills ausgeführt. Ja, und dann haben die Server meinen Spielstand mit 800 Spielstunden gelöscht. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, alles wieder so hinzuspielen, wie das war, bis auf die Spielzeit. Und das sagt schon viel aus, denke ich mal. Denn das würde ich bei vielen anderen Spielen nicht so machen. Aber bei diesem Spiel war mir das wichtig. Besonders gefallen hat mir die Dynamik von dem Spiel. Alles geht so locker flockig von der Hand. Meiner Meinung nach ist das mit Unity eigentlich erst eingetreten, was man uns schon seit Assassin's Creed 3 versprochen hat. Also die Dynamik. Sehr gelungen finde ich auch die ganzen Credo-Punkte. Das fühlt sich so für mich wie so ein Rollenspiel an und der Spieler kann dadurch seine Skills kaufen, eintauschen, weitere Punkte verdienen. Und das passt hervorragend zu dem Koop-Modus, der vom spielerischen Inhalt sehr gut gelungen ist, aber die Online-Unterstützung nicht richtig umsetzen konnte. Das gezielte Suchen einer Party und gezielte Suchen ausgewählter Mitspieler funktioniert überhaupt nicht gut. Die Itemsvielfalt, also Bodyparts und Waffen und Kokarden und so weiter, das ist sehr umfangreich und sehr gut gemacht. Und auch die Auswahl ist sehr sinnig umgesetzt worden. Also das ist wirklich gut gemacht. Also das beste Ergebnis aus der ganzen Reihe ist hier mit Unity also wirklich vollendet worden. Die Menüführung ist absolut klasse, dass man auch aus dem Stand heraus alles erledigen kann, überall nachgucken kann, sich teleportieren kann und so weiter. Die Grafik ist absolut okay, gefällt mir. Die vielen Menschenmassen sind meiner Meinung nach überflüssig, fordern viel zu viel Ressourcen von der Hardware ab und haben nicht den Effekt, dass man irgendwie in das soziokulturelle Umfeld eintauchen kann. Also es hat nicht so den Effekt gehabt, fand ich. Den Soundtrack fand ich okay, aber es ist auf keinen Fall der beste Soundtrack, den man so haben kann. Für die Assassin's Creed Serie. Ja, okay, das war's jetzt erstmal mit meinem Fazit. Wir haben das Achievement bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Mein Liebster, ich schreibe dies, während du schläfst. Wenn das Licht dich weckt, werde ich etwas zu erklären haben. Doch in diesem Moment schläfst du so friedlich. Morgen ist der Tag, scheint es. Der Höhepunkt nach 5 langen Jahren. Unser Moment der Rache. Bloß warum kann ich jenen Teil von mir nicht zum Schweigen bringen, der glaubt, dass du im entscheidenden Moment zögern wirst? Fürchte ich, dass du meinen Vater weniger geliebt hast als ich? Oder zweifle ich an deiner Entschlossenheit zu töten? Das glaube ich nicht. Eher fürchte ich, dass du bereits so viel verloren hast, dass du keinen weiteren Verlust erträgst. Ich glaube, du würdest Germain Frankreich regieren lassen, wenn du dadurch mich rettest. Musste ich denn je gerettet werden? Hattest du je Grund zu glauben, dass ich eine Rettung annehmen würde? Mein Schicksal gehört mir. Meine Entscheidungen gehören mir. Falls wir Liebster Arno, mein Liebster, ich schreibe dies, während du schläfst. Liebster Arno, ich vermag kaum zu begreifen, wie viel sich in den letzten 3 Jahren verändert hat, wohin unsere Wege uns führten. Manchmal fürchtete ich, sie würden uns für immer trennen,
oder so wieder zusammenführen, dass wir uns in die Haare geraten wie ein zerstrittenes Paar in einem billigen Bühnenstück. Und doch stehen wir hier und sind weder die unzertrennlichen Kinder von damals, noch vollkommen Fremde. Wenn das vorbei ist, wenn Germain tot zu unseren Füßen liegt und Vater in Frieden ruhen kann, wer werden wir dann sein? Assassinenmentor und Templergroßmeisterin? Setzen wir das Alte fort oder beginnen wir etwas Neues? Formen wir die Zukunft unserer Welt? Oder ziehen wir aufs Land zurück und züchten Ziegen? Ich sehe dich als Ziegenhirte vor mir, wie du durch die Alpen kletterst und springst. Keine Ziege könnte dir entkommen. Ich weiß nicht, was die nächsten Tage, Monate, Jahre bringen. Ich weiß nur, dass wir Arnaud und Elise bleiben werden. Dessen bin ich mir sicher. Je t'aime. Lieber Arnaud, ich gestehe, ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. Es war schön, dich wiederzusehen. Klingt irgendwie hohl und leer, ungeeignet, meine Gefühle auszudrücken. Und doch bin ich erfreut. Erfreut, dass die Assassinen dich nicht so sehr verändert haben. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Du hast dich nie leicht einschüchtern lassen. Anscheinend stecken wir beide in einer Sackgasse bei der Suche nach Vaters Mörder. Vielleicht gelingt uns gemeinsam, was wir einzeln nicht geschafft haben. Es ist ein schöner Gedanke, dass wir selbst nach all dieser Zeit gemeinsam besser funktionieren als getrennt. Deine Elise. Oh, Arnaud, was hast du getan? Ich weiß, wir haben uns nicht im Guten getrennt, aber nun läufst du zu den Assassinen? Mein Vater hielt dich aus gutem Grund von ihnen fern. Ihr Credo ist wie Wein. Zunächst erscheint er süß und in Maßen macht er das Leben lebenswerter. Doch schaut man tiefer ins Glas, findet man nichts als Wahnsinn und Anarchie. Zweifellos haben sie dich bereits mit Geschichten über uns böse Templer indoktriniert, dass wir die Menschen versklaven und die Welt beherrschen wollen. Du kanntest meinen Vater und du kennst mich. Ich kann nur beten, dass das reicht, um nicht daran zu glauben. Mein Orden hat sich gegen mich gewendet und ehemalige Freunde jagen mich nun. Ich könnte es nicht ertragen, wenn auch du dich von mir abwendest. Denk an mich und alles Liebe. Elise. Paris, 23. September 1788. Lieber Arnaud, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit, wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne, nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht, jedoch nicht jetzt und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten. Und mein Zuhause. Und du. Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die Deine, Elise. Ach ja, das war's, Elise. Eine schöne Erinnerung. Es trudeln hier haufenweise Mitteilungen ein. Neuer Level erreicht, Auszeichnung auf Initiate kommen. Nun gut, also viele Leute fragen sich vielleicht, was passiert, wenn man das auf 100% abschließt, die ganze Storyline, ob sich dadurch irgendwas verändert oder man was Besonderes freischalten kann. Dem ist nicht so. Ich habe das ausprobiert. Das hier ist ein Spielstand, wo ich die Koop-Mission noch nicht gespielt hatte
Und ich habe ein Spiel abgeschlossen, wo ich alles fertig gehabt habe. Bis auf das Training. Also eine Trainingsmission konnte man nicht beenden, weil man noch nicht alle Skillpunkte bekommen konnte. Denn mit der letzten Mission bekommt man noch 3 Sinkpunkte. Und demnach kann man natürlich auch erst nach dem Finale den allerletzten Skill freischalten und somit das letzte Training. Okay, ich schaue mich hier noch ein bisschen um und dann wechsle ich die Klamotten und die Ausrüstung. Da sieht man noch das Edenschwert und wir machen dann im nächsten Part mit Dead Kings weiter. Wir spielen die Story durch und ja, dann kommen danach alle Nebenmissionen. Die einsammelbaren Items, die Pariser Geschichten und... Wieder ein voller Geldbeutel. Jo, also ich verabschiede mich schon mal und sage Tschüss, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, ihr habt alle Bock auf Dead Kings, weil das wird jetzt folgen. Tschüssi, bis dann.